Und ich würde auch sagen, Jungs, bevor wir jetzt auch in FIFA reingehen, gibt es nämlich noch einen weiteren wichtigen Punkt, den wir klären müssen. Der Punkt. Wir haben ja, du hast schon offen, du bist ein Macher. Wir haben ja heute, es gab ja eine kleine Auseinandersetzung. Dankeschön für 5 Subs. Da könnten wir mal kurz in den Sub-Chat auch reingehen, ne? Da, ich sag ganz ehrlich, da müssen wir nochmal nachbohren. Die Auswahl von Simao, sag ich, die ist so bodenlos. Nein. Die ist so bodenlos, ne? Tropics, Tropical Fruits sind die geilsten. Die letzte Kategorie, aber hier ist einfach, hat man nicht getestet, ja, ne? Ja. Aber ich sag direkt, was der größte Quatsch ist, der allergrößte Quatsch ist, sind diese Lakritz-Dinger da. Die setze ich direkt. Gar nichts. Also ich finde Lakritz-Chat, wer ist die freiwillig? Das finde ich, also wer sich so eine Tüte von diesen Lakritz-Dingern da holt, der ist komplett fehl am Platz. Wer sich eine ganze Tüte holt. Lakritze finde ich auch bodenlos, Digga. Das bodenlos. Der geht gar nicht. Also selbst diesen hier auch in dieser Colorado-Tüte lasse ich immer liegen. Ich habe schon mal so eine, man isst mal eine, aber boah. Boah. Ist so Lakritz in der Colorado? Nee, man beißt mal rein, so wenn nichts mehr anderes drin liegt, aber es muss jetzt nicht. Muss jetzt nicht. So, dann gehe ich hier direkt zu meinem Punkt. Haribo Troppy Fruits. Digga, die sind doch so geil. Wie kann man Troppy Fruits haten? Wie kann man Haribo Troppy Fruits, wie kann man sagen, die essen nur 60-Jährige? Digga, die Dinger sind doch geil. Chat, hopp, bitte. Bitte, Chat. Lass mich doch jetzt nicht so hängen. Die Dinger sind krass. Ist das krank? Gut, es sind aber, also es gibt Gegenwind, aber es sind auch ein bisschen Plusser da. Sage ich euch, diesen Gras. Was haben wir da vorne? Die Bella Bella. Balla Balla. Balla Balla. Die sind so ähnlich wie die Kleine. Okay. Die sind so ähnlich wie die Kleinen. Oh, die sind schon geil eigentlich. Also, sind die so ähnlich wie die, also das wäre jetzt die Frage, ne? Sind die so ähnlich wie die? Würde ich aber... Ich muss mich jetzt auch mal blamieren, ich komme nicht drum rum, ne? Ja. Was heißt denn die zweite Kategorie? Ich spreche es jetzt einfach an, so. Ich habe keine Ahnung, was heißt die zweite Kategorie? Ich würde sagen, besser als gut. Ja, aber was ist es? Ich würde sagen, sehr geil, geil, gut, geht gar nicht. Was ist das? Göttlich heißt. Okay. Also, geh mal weiter. Ich gehe erstmal jetzt hier, ich sortiere erstmal aus Jelly Beans. Widerlich. Wir können die selbst um... okay. Das soll irgendwie gehen. Ja, machen wir hier... wie machen wir es? Nennen wir es hier... Das muss ja... Geil. Das muss ja... Und das brauchen wir ja gar nicht hier unten. Ja, ne? Doch, das ist ja nicht getestet. Ja, okay, gut, ich habe ja auch nicht alle davon okay irgendwie. Also ich sag, ich gehe jetzt hier mal weiter mit Jelly Beans. Finde ich absolut Müll. Setze ich hier auf Müll drauf. Schmeckt mir gar nicht dieses... klebrige, klipprige, die mag ich gar nicht. Jelly Beans. Gibt's da einer bei euch? Boah, vor allem die Ekelbohnen, diese Jelly Beans. Ja, stimmt, aus gut vielleicht okay machen, ne? Dann hast du wirklich geil, sehr gut, ist okay. Ja. Und dann machen wir das gut. Was? Dann hier gut, okay, gut oder sehr gut, ja passt ja. Das passt ja, ja. Und was anderes Müll. Finde ich ekelhaft. Finde ich sehr, sehr ekelhaft. Dann gehen wir mal hier weiter. Was haben wir noch? Diese Bella Bella, wenn die wie diese, das wäre jetzt halt die Frage, wenn die wie diese kleinen sind, wo wir gestern hatten, die wie hießen sie nochmal, die Picoballa. Pico, ja. Chat, wisst ihr das, sind die genauso? Ja, oder Chat, die sind schon auf so einer Stufe, oder? Die sind wahrscheinlich nur ein bisschen kleiner, ne? Weil dann sind die sehr geil, sage ich euch. Ja, Picoballa ist sehr geil, die würde ich dann auch hochziehen, sage ich euch ganz ehrlich, weil die sind krass. Dann haben wir hier, was sind das? Das sind saure Cola-Flaschen, oder? Ah, die sind nicht sauer, aber die sind auf jeden Fall, glaube ich, auch gut. Was sind das denn? Die sind so süße, ich glaube sauer sind die gar nicht, aber das sind keine Schlümpfe, Chat. Schlümpfe sind die hier. Ja. Schlümpfe sind die hier, das sind die nicht. Aber die sind safe geil. Ich kann jetzt auch nicht sagen, aber die sind gut. Ich setze da drauf. Dann haben wir diesen zum Beispiel hier, diese kleinen Stifte. Ja. Die sind auch in so einer Colorado-Tüte. Aha. Ich finde, da kann man sich so ein, zwei rausnehmen, aber das wären jetzt für mich auch keine, wo ich sage, das sind die allergeilsten. Man kann da schon so ein paar essen. Okay. Ne? Sind schon echt gut, aber von denen kann ich nicht so viel essen. Deswegen würde ich die auf okay setzen. Okay. Schaumkrokos sind ein Traum, Digga. Schaumkrokos auf die 1. 1000%. Auf die 1? Digga, Schaumkrokos sind geil, Digga. Wie Schaumfrösche. Mit Schaum alles geil. Gummibärchen mit Schaum unten dran. Das ist Zimbo, hopp. Schaumkrokos sind Zimbo geil. Du musst mal zum Doktor. Nein. Also in Kategorie geil die zu setzen. Schaumkrokos sind geil. Ja, okay. Alles mit Schaum unten drunter, ist geil. Okay, krank. Was haben wir denn da? Was ist denn das da? Haribo Kroko, die habe ich noch nie gegessen. Ich weiß nicht, was es ist. Ah, kenn ich auch nicht. Kenn ich nicht. Habe ich noch nie gegessen, setze ich hier runter. Was ist das hier? Haribo... Kenn ich auch nicht. Tragibus, habe ich noch nie gegessen, Chat. Setze ich auf nein. Kirschen. Digga, Kirschen sind aber auch geil. Wenn du so eine gemischte Tüte hast, es sind so ein paar Schaumfröschchen drin, ne? Es sind so ein paar Droppy Fruits drin, ein paar Ballaballa. Da gehören doch auch...
Hör doch auf, über deine gemischte Tüte zu reden. Du musst jetzt einranken, was du, wenn du bei der Auswahl High-End... Kirschen sind High-End. Kirschen setzt sich auf High-End. Okay. Digga, die Kirschen sind Baba, Digga. Okay. Und genauso wie Cola-Flaschen, die setze ich dir auch oben hin. Okay. Kirschen und Cola-Flaschen sind absolut krank. Okay, okay, krass. Absolut krank. Da kann mir erzählen, wer will. Absolut geil. So, dann haben wir hier, das sind hier diese Himbeeren, die auch in der Colorado-Tüte drin sind. Ich sag euch aber ehrlich, in der Colorado-Tüte klappt man sich immer um die Himbeeren. So drei Stück drin, die will immer jeder haben. Aber ich sag dir, so eine Tüte, die sind geil. Aber würde ich so eine ganze Tüte davon abziehen? Also würde ich mir die jetzt kaufen, um nur von denen zu essen? Weil ich glaube, die dunklen sind nicht so gut. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir noch nie, bin ich ehrlich, noch nie so eine Tüte von denen geholt. Okay. Noch nie. Aber setze ich die auf... Aber die sind schon gut. Setze ich auf gut. Sehr gut. Ja, setze ich auf sehr gut. Was haben wir da? Das sind so Marshmallows. Boah. Auch wahrscheinlich so ein Schaumgedöns, oder? Ja, Müll. Müll. Setze ich auf Müll. Was sind die? Jelly? Das sind so Würmer. So, ja. Boah. Kartoffel auf die 1. Sind okay dann. Ich glaube, die habe ich noch nie getestet. Die Gummiwürmer. Habt ihr die schon? Habe ich. Ja, nein, aber das sind ja eher so Marshmallows, oder Chat? Ja, das sind doch, guck mal. So reine Marshmallows. Nee. Jelly Baby. Die habe ich noch nie getestet. Muss ich hier hinsetzen. Nie gegessen. Was ist das? Präsentationsmode. Da gibt es irgendwo einen Präsentationsmode. Runter scrollen. Ah, okay. Skyline. Was ist das? Starmix. Macher! Was ist das Starmix? Boah, Starmix? Ja, ich will jetzt ja nicht zu viel spoilern, weil ich dann schon so ein bisschen dann auspacke. Dann machst du mit dem Chat, bevor ich da irgendwie dann... Ich muss mir die mal groß angucken. Was ist denn das? Das ist so eine Mischtüte, ne? Da sind so Spiegeleier drin, Cola-Flaschen, so Regenherze mit Schaum. Okay, das ist aber geil. So ein Mix halt. Boah, ne? Das ist aber geil dann. Dann gehe ich dir auf sehr gut. Dann gehe ich auf sehr gut. Boah, und diese Cola-Stab-Dinger, Digga, das ist Gold. Da hat man sich früher sogar die großen Boxen geholt. Die Dinger sind krank. Die sind krank. Safe drauf. Okay. Früher Metro, den gab es ja noch in Kirsch. Die gibt's in blau, grün. Genau, alles, Digga, die sind geisteskrank. Was sagt ihr zu denen, Chat? Noch nie gesehen, was? Die sind ekelhaft, die Dinger. Was? Schlangen sind ekelhaft. Die sind geisteskrank. So, dann haben wir normale Haribo Goldbeeren. Gehen immer mal, aber ich würde, glaube ich, wenn ich die Auswahl zwischen anderen Tüten hätte, würde ich, glaube ich, hätten stinknormale Haribo Goldbeeren gehen, so. Sind, ich würde sehr gut, wir haben jetzt nur sehr guten okay, ne? Aber also eine normale Tüte geht immer mal, setze ich auf sehr gut. Die Pasta Fruits sauer, ich bin halt so der saure Typ. Müll sind sie aber auch nicht, würde ich aber auf okay setzen. Ich mag auch diese saure Zunge, mag ich nicht so gern. Gut, da ist ja einfach nur das Ding, magst du gern sauer oder magst du es nicht? Ja. Was ist denn hier denn Miami Pink? Habe ich die schon mal gegessen? Das sind genau wie die Pasta Mix, ja. Auch sauer, aber mit Mixfarben halt. Ja, dann setzt sie auch auf okay. Und das sind dann die sauren Zungen, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Abbruch, ab. Digga, ich mag sauer nicht. Oh, China, die hab ich schon nie gehabt, die kenne ich gar nicht. Dann, ja, okay, ich würde jetzt sagen, das sind saure Zungen, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Was sind saure Zungen von Haribo? Ja, diese sauren Dinger einfach. Diese ganz normalen Standards. Wo so ein bisschen auch so schwer zu kauen sind. Okay. Dann haben wir, Digga, Schlümpfe. Schlümpfe sind geil, aber ich finde, von Schlümpfen kannst du nur wenig essen, weil die ziehen dir immer so die Zähne raus, ja. Aber trotzdem, Schlümpfe, ich bin da bei der gemischten Tüte, ist sehr geil. Und das ist die Frage, sind es diese Erdbeeren? Haribo Tagada. Ich glaube, es sind die Erdbeeren, oder? Wenn es die originalen Erdbeeren sind, dann würde ich die auch oben auf sehr geil setzen. Ja, dann setze ich die auch auf geil. Wenn es die normalen Erdbeeren sind, setze ich sie auch dahin. Das wäre meine Auswahl, Chat. Das Ding ist, ich esse wirklich nicht so gern so extrem saure Sachen. Aber die normalen, Digga, normale Erdbeeren, die sind krank. Das ist meine Auswahl, dafür stehe ich. Man muss aber auch dazu sagen, ich esse sau selten und wenn, dann immer nur so 2-3 Gummibärchen mal. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mir mehr wie 5 Gummibärchen reingezogen habe. Aber das wäre meine Auswahl. Das ist deine letzte... Normale Erdbeeren auf die 1. Ich muss dazu sagen, zu diesen Tagada, ich gehe jetzt davon aus, das sind die ganz normalen Stani, normalen Erdbeeren von Haribo. Gib's mal einnehmen. Ja, das sind die ganz normalen Erdbeeren. Die sind 1A. Das sind die ganz normalen. 1A. Das ist jetzt deine... Das ist meine Auswahl. Okay, ja. Also können wir die damit abschließen. Meine Auswahl. Und dann kann ich den Jungs jetzt die einzig wahre Haribo-Liste geben. Ich bin gespannt, was du zu meinen Skills sagst. Ich resette, ne? Ja. Genau, was sagt ihr? Simau Gesamtpunkte, 10 würdet ihr komplett mitgehen, 0 sagt ihr, der Typ ist durch. Wo würdet ihr die Liste so einranken? 5 von 10, 2 von 10. Alter, was? 10 von 10 ist aber auch dabei. Ja, 7,3
8 von 10, ey, 7 nehme ich gerade mit. 8. Scheiße, Finny, können wir da so eine Abstimmung machen? Geht es mit so vielen? Oder du kannst eine Abstimmung machen, so 0 bis 2, 3 bis 4. Mach doch mal eine Abstimmung. Auch geil, sehr gut, okay, Müll. Kann ja genau so eine Abstimmung machen. Oder so, genau. Ja. Dass man das mal so ein bisschen zahlentechnisch irgendwie so festhalten kann. Ja gut, Pico Balla waren jetzt ja halt nicht dabei. Das ist ja, aber haben wir ja gesagt, das sind diese Bella. Das sind die ja. Haben wir ja gesagt. Ich glaube, du gehst so richtig okay. Okay, ja. 29% sagen halt auch Müll. Ich sag halt, am Ende des Tages ist es halt wirklich... Pasta. Ja, das sind halt diese sauren Dinger. Kann man auch mal eins, zwei erwarten. Am Ende des Tages ist es ja Geschmackssache, ne? Frösche fehlt auch. Safe, aber ich habe jetzt ja auch diese Krokos mit zu den Fröschen genommen. So, das sind ja auch die grünen Krokos, schmecken wahrscheinlich 1:1 wie die Frösche. Grüne Frösche sind geil, Digga.